schon mal. 2-0-4-6-4. Servus Leute und willkommen zum neuen Video. Vergangenes Wochenende waren wir in Ilmenau zur deutschen Meisterschaft im Downhill. Ich selber bin nicht mit an den Start gegangen, aber es waren einige geile Leute mit am Start und ich möchte euch einfach mal zeigen, was so an dem Wochenende abging. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir sind Donnerstagabend schon angereist, um einfach ein gemütliches Wochenende zu haben, um Freitag nicht unbedingt so viel Stress zu haben und auch einen ordentlichen Platz zu bekommen. Ich musste dann aber am Freitag noch nach Oberau fahren, weil ich dort einen Bikepark-Kurs gegeben habe. Das seht ihr dann in einem anderen Video. Nachdem ich in Ilmenau wieder angekommen bin, haben wir erstmal das Essen an unserem Pit vorbereitet. Es gab leckere Steaks auf dem Gasgrill, weil wie gesagt Holzkohle war verboten durch die hohe Waldbrandgefahr. Ist ja auch kein Problem. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Ja. Wie er da steht. Leider habe ich erfahren, währenddessen ich noch in Oberau fahre, dass Maurice sich während seines letzten Trainingslaufs den Rahmen gebrochen hat. Was wirklich nicht geil war, das Rad ist erst ein Vierteljahr alt. Das hat ihn richtig nach unten gedrückt, die ganze Stimmung. Ich habe ihn dann am Ende einfach angeboten, dass er das ganze Rennwochenende mit meinem Canyon Sender durchführen kann, damit er das Rennen wenigstens noch zu Ende bringen konnte. Und ja. Leider, wie gesagt, Rahmenbruch. Er bekommt jetzt ein neues Rad, also nicht weiter wild, aber es ist trotzdem immer erstmal ärgerlich. Was ist jetzt? Normalerweise hat man in Ilmenau immer eine große Party, freitags oder samstags. Dieses Wochenende war die Freitag. Wir sind dann mal kurz vorgegangen, aber leider war diese Party nicht ganz so geil. Deswegen sind wir wieder zurück zu unserem Camper oder beziehungsweise unserem Pit. Und haben es dort ordentlich krachen lassen. Kennst du dich? Mehrheit! Ich habe da keine Helme aufgegangen. Ich schon mal. 2-0-4-6-4. 2-0-4-6-4. Wirklich lustig, was Alkohol so mit Menschen anstellen kann, gehört aber dazu, wie ich finde, muss auch einfach mal sein. Solange nichts Schlimmes und Wildes dabei passiert, ist alles in Ordnung. Justin, der bei uns mit am Pit ist und für die U17 fährt, zeigt euch jetzt mal die Strecke. Leider ist am Anfang beim Start die Helmkamera etwas verrutscht, deswegen ist die Perspektive nicht so geil, aber ich hoffe, ihr nehmt den Kleinen nicht ganz so übel. Können wir?
Ende. Junge, Alter, die Strecke hat es wirklich in sich gehabt. Viele Fahrer haben sich übelst über den Staub beschwert, aber dafür kann ja leider nichts. Es war wirklich mega trocken. Wenn die Fahrer kurz hintereinander gestartet sind im Trainingslauf, hat man echt wirklich wenig gesehen, dadurch, dass der Staub immer ordentlich aufgewirbelt worden ist. Und ich zeige euch jetzt einfach mal von außen ein paar Eindrücke. 26, was ist das? Was ist das? Ja, 26, was ist das, fragen die sich. Ja. Wissen die nicht. Musst du erklären jetzt. Ja. Weil wir sind beim Radio, wir müssen alles, was man nicht sehen kann, gleich erklären. Zeigen. Die eine mit einem rosa Fahrrad. Die Sache ist. Sich halt Prioritäten setzen. Kleiner, was ist denn? Linda, das war der Hakenstern. Nachdem das Training vorbei war, war Quali-Time. Ja? Ah, Lenny. Scheiße, ist er unten? Naja, also einmal im Jahr kleiner. Ich hab meine Hände abgewaschen. Ich hab meine Hände abgewaschen. Ey, das war braun. Freddy, Robert Otto. Los, Moritz! Unsere Leute, die was den ersten SSV Saalfeld angeht, Justin und so weiter, sind alle super durchgekommen, sind mit ihren Platzierungen ganz zufrieden gewesen. Und dann hieß es Sonntag nochmal ein paar Trainingsläufe und dann Rennlauf. Der hat's gedabbelt, siehst du? Ja, ich dachte, das war der. Guck doch mal hier. Oh! Junge. Alter! Jawohl, Junge!
das ist sein erstes Downhill-Rennen. Abziehen! Alter! Von dem mit dem. Ey, ich kann mir da auch schon wieder so aufgefahren, wenn du da drauf guckst, komplett no-start, ne? Das für eine Linie! Alter! Elias! Die Leute, die vorbeifahren, die müssen halt aber klopfen. Ja, ist aber eine coole Aufnahme. Justin könnte mit einem Platz 6 in der U17 eine Top-Platzierung einfahren, dafür, dass er seine erste Rennsaison fährt. Mega geil. Glückwunsch auch nochmal an dieser Stelle. Maurice ist am Ende mit meinem umgebauten Canyon. Wir haben ein bisschen am Fahrwerk noch rumgespielt, noch ein paar Volumenspacer eingebaut. Ein super Platz 20 eingefahren in der Open-Man-Klasse. Max Hartenstern hat die Elite Man gewonnen und ist damit neuer deutscher Meister. Genauso wie Nina Hoffmann in den Elite Women. Hier auch nochmal herzlichen Glückwunsch, mega geil. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like und Abo nicht vergessen, würde ich mich riesig drüber freuen. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich beim nächsten Rennen unterwegs bin, was ihr gerne alles noch sehen würdet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein! Thank you.